Wieder recht herzlich willkommen zu meinem ersten Mini-ITX-Test hier bei Yarafit, dem Hardware-Checker. Wir schauen uns heute von Fractal Design das neue Note 304 an. Dieses Mal kein Schneevideo, weil hier leider gerade kein Schnee mehr liegt. Dafür haben wir uns aber in den frühlingsgrünen Wald begeben. Passt auch so schön zu diesem schicken, edlen kleinen HTCP-Gehäuse. Wir werfen wie immer einen Blick auf das Äußere, aufs Innere und was das Gehäuse so sonst für Merkmale zu bieten hat. Ich bedanke mich noch ganz herzlich bei Fractal Design, die haben mir dieses sehr coole Gehäuse für meinen Test zur Verfügung gestellt. Alles weitere klärt sich wie immer in den nächsten kleineren Teilen des Videos. Viel Spaß dabei! Wir beginnen nun natürlich wieder wie immer mit der Front unseres neuen Gehäuses. Die Front des Note 304 ist komplett aus schwarz gebürstetem und schwarz eloxiertem Aluminium gefertigt. Das sieht nicht nur sehr schick aus und verleiht dem kleinen Wohnzimmer-PC eine schlichte edle Optik, sondern sorgt auch dafür, dass das Gewicht ein bisschen geringer bleibt. Was uns sofort auffällt, die komplette Front ist komplett geschlossen, sprich, ihr könnt hier kein Laufwerk einbauen. Was aber im Zeitalter von HTPC-PCs auch nicht weiter nötig ist, denn ihr habt euch zum Beispiel mit WLAN, Bluetooth oder eben mit USB-Geräten, könnt ihr eure ganzen Daten hier draufblasen. Auf jeden Fall, die Front lässt sich, wie bei den meisten Gehäusen üblich, einfach nach vorne abziehen. Tata, dann haben wir sie in der Hand, sieht dann so aus. Interessant ist noch, dass an der Front das I.O.-Panel dranhängt. Das befindet sich dieses Mal nicht auf dem Deckel, sondern hier an der Seite, wie ihr sehr schön seht, sicher. Wir finden hier zum einen einen Powerschalter, hier unten, zwei USB 3.0 Schnittstellen, ein Audio-In und ein Audio-Out-Ausgang. Bisschen blöd ist das, dass die Kabel hier dranhängen, sprich, wenn ihr die Front abzieht, habt ihr automatisch das gesamte Kabel, den gesamten Kabelsalat in der Hand. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht so ruckartig zieht, sonst kann es sein, dass ihr hinten die Stecker rausreißt. Ja, was gibt es noch zur Front zu sagen? Wenn wir die Platte abgenommen haben, kommen hier die Öffnungen für die beiden 80 mm Lüfter zum Vorschein. Die sind hier vorinstalliert, wie ihr seht, zwei weiße von Fractal Design. Hier mit Staubschutz versehen in diesem kompletten Rahmen, den man natürlich auch abnehmen kann. Das wäre es soweit zur Front. Im nächsten Video schauen wir uns noch die Rückseite und die Seitenteile an. Bis gleich. In diesem Clip schauen wir uns nun die Rückseite an. Rückseite vom Mini-ITX-Gehäuse natürlich nicht im ATX-Standard, wie wir das sonst kennen, sondern im ITX-Standard, wenn man das überhaupt so nennen kann. Wir verfügen hier über einen normalen ATX-Ausgang natürlich für unser ITX-Board, für üblich PS2, USB, LAN, Audio oder was ihr sonst noch so für Anschlüsse habt. Dann hier oben eine Öffnung für einen 140 oder einen 120 mm Lüfter. Wie ihr hier schon sehr schön sehen könnt, ist ein 140 mm Lüfter ebenfalls von Fractal Design schon vorinstalliert. Wahlweise können wir natürlich, wie angesprochen, auch einen 120er montieren, wenn wir vielleicht einen beleuchteten wollen oder von einer anderen Marke oder von was auch immer. Dann hier auch noch sehr interessant vielleicht für die Leute, die da einen kleinen Gaming-PC reinbauen möchten. Hier haben wir noch zwei PCI-Öffnungen drin. Da können wir zum Beispiel eine Grafikkarte reinbauen, eine größere, oder eine erweiterte TV-Karte, je nachdem, was ihr eben mit diesem Gehäuse vorhabt. Das Ganze wird dann fixiert über diese zwei Schrauben hier oben. Dazu schrauben wir diese Rändelschraube hier auf, ziehen das nach oben, Karte rein, runter und wieder festmachen. Dann auch noch interessant an der Rückseite, hier sind vier Schrauben. Das ist jeweils die Seitenteile und der Deckel fest fixiert. Das ist hier eine Einheit, dazu gehe ich gleich noch ein und das schauen wir uns im nächsten Video an. Nun verliere ich noch einige Wörter zu den Seiten bzw. dem Oberteil, denn das ist hier eine geschlossene Einheit, die hier rundherum geht. Man kann das als U bezeichnen. Auf dem Deckel findet sich nichts Besonderes mehr. An den Seitteilen hier haben wir zum einen hier eine größere Lüfteröffnung, um das Gehäuse mit genügend Frischluft im Inneren zu versorgen. Hier passen theoretisch noch zwei 80 mm Lüfter hinten dran, wenn man sie denn fixiert bekommt. Und auf der anderen Seite haben wir ebenfalls nochmal eine kleinere Luftöffnung, um eben die Zirkulation im Gehäuse zu gewährleisten. Wie das ganze Teil dann von innen aussieht, das schauen wir uns jetzt gleich an. Ja, das war's. Nun werfen wir natürlich noch einen Blick in das Innere des Note 304, das seht ihr hier schon vor uns. Passend zum ITX-System ist das Ganze natürlich ein bisschen kleiner als bei einem Desktop-System, aber es ist durchaus sehr raffiniert gelöst, die innere Raumaufteilung. Wir fangen jetzt einfach mal hier hinten an. Zum einen haben wir hier eine Lüftersteuerung für bis zu drei Lüfter. Die wird über einen normalen Molex-Stecker angeschlossen, seht ihr hier sehr schön. Sprich, ihr könnt alle Lüfter, die sich von Haus aus in diesem Gehäuse befinden, über diese Steuerung regeln. Dann natürlich hier, wie angesprochen, der 140 mm Lüfter. Und hier hinten befindet sich dann euer ITX-Board. Wie ihr hier sehr schön erkennen könnt, habt ihr hier oben auch genügend Platz, um noch einen etwas größeren CPU-Kühler zum Beispiel einzubauen hier. In diesem weißen Rahmen hier befinden sich eure bis zu sechs Festplatten, die ihr hier reinhängen könnt. Hier gibt es noch eine Besonderheit, denn wenn ihr zum Beispiel längere oder größere Gaming-Grafikkarte in dieses Gehäuse reinbauen wollt, was ja durchaus Sinn ergeben würde, wenn ihr einen gaming-tauglichen Wohnzimmer-PC haben wolltet, könnt ihr einfach diese Teile hier rausnehmen. Da löst ihr diese zwei Rändelschrauben hinten und noch hier vorne, dann könnt ihr das ganze Teil rausnehmen. Auch noch eine Besonderheit ist zum Beispiel, dass in dieses Gehäuse trotz der kompakten Abmessung ein normales ATX-Netzteil eingebaut werden kann. Das findet sich dann unter den Festplatten hier unten. Das wird natürlich auf vier Gummipuffern gelagert für einen vibrationslosen und schwingungsfreien Betrieb. Wie ihr seht, die Raumaufteilung in dem kleinen Gehäuse ist sehr gut gelungen.
Wie das Ganze natürlich dann nachher mit Hardware aussieht, schauen wir uns natürlich im Test noch genauer an. Da gibt es natürlich wieder Detailbilder und so weiter. Wie es mit dem Kabelmanagement in dem Gehäuse aussieht, ist natürlich auch noch ein interessanter Punkt, weil die müssen ja irgendwo verlegt werden. Wie ich das dann löse, beziehungsweise wie das dann aussieht, erfahrt ihr natürlich mehr in meinem Test. Das wäre es soweit wieder zu meinem kleinen Review-Video des Fractal Design Note 304.